Genau 10 Monate mussten die Fahrgäste auf die Nord-Süd-S-Bahn verzichten. Seit Betriebsbeginn am 1. März wird das 5,8 Kilometer lange Tunnelbauwerk wieder durchfahren. Nach fast 31 Jahren halten jetzt auch wieder Züge im Bahnhof Potsdamer Platz. Aber lassen Sie uns einen kurzen Blick werfen auf die 53-jährige Geschichte des Tunnelbauwerks. Nach einer Teilinbetriebnahme im Jahre 1936 wird der Tunnel seit dem 9. Oktober 1939 durchgehend befahren. Verknüpft wurden die nördlichen Strecken Oranienburg und Bernau sowie die südlichen Wannsee und Marlow bzw. Lichterfelde Ost. Schon bald senkten sich die Schatten des Zweiten Weltkrieges über die neue Verkehrsader. Zunehmend wurden die Tunnelanlagen Zufluchtsstätten vor Bombenangriffen. Das vorerst endgültige Aus kam am 2. Mai 1945 mit der Sprengung der Tunneldecke unter dem Landwehrkanal. Durch die Totalüberflutung fanden 90 Menschen den Tod. Nach dem Abpumpen von rund 6 Millionen Kubikmeter Wasser konnte im November 1947 der durchgehende Betrieb wieder aufgenommen werden. Knapp 14 Jahre bis zum 13. August 1961 übernahm der Nord-Süd-Tunnel wieder seine Achsenfunktion. Der Mauerbau degradierte das Bauwerk zu einer innerstädtischen Verbindung. 4 Tunnelstationen wurden zu Geisterbahnhöfen. Nur der Bahnhof Friedrichstraße blieb als Grenzbahnhof in Betrieb. »29 Jahre blieb der Zustand so gut wie unverändert. Erst der Fall der Mauer brachte dem Tunnel eine Reminiszenz. Am 2. Juli 1990 erfolgte die Wiedereröffnung des Bahnhofs Oranienburger Straße und am 1. September 1990 kam der Bahnhof unter den Linden und die Station Nordbahnhof dazu. Mit der nach der Wiedervereinigung geplanten Wiederherstellung des kompletten S-Bahn-Netzes entschloss sich die Deutsche Reichsbahn zur Totalsanierung des Nord-Süd-Tunnels. Insbesondere das durch den Wassereinbruch steinharte Schotterbett führte immer wieder zu Betriebseinschränkungen. In 2 Bauabschnitten sollte der Tunnel bis November 1991 grundlegend saniert werden. Immerhin waren 35.000 Kubikmeter Schotter aus- und einzubauen, 120 Quadratmeter Betonfläche zu reinigen und zu beschichten, 12 Kilometer Gleis- und Stromschienen neu zu verlegen, 3 Stellwerke zu rekonstruieren und vieles mehr. Umstände wie Asbest- und Abgasbelastung durch eingesetzte Diesellokomotiven sowie Grundwassereinbrüche führten am 18. August 1991 zur vollständigen Sperrung des Tunnels. Der Zeitplan war endgültig gekippt. Da Bahnhöfe des Nord-Süd-Tunnels unter Denkmalschutz stehen, hatte auch der Landeskonservator mitzureden. Erst die 3. Wandfliesenlieferung entsprach dem Denkmalschutz. Entsprechend spät begannen die Fließarbeiten. Trotz aller Schwierigkeiten wurde der Betrieb zum geplanten Termin wieder aufgenommen. Weitergebaut wird jetzt in der verlängerten Betriebspause von 22 Uhr bis 4 Uhr. Blechwände trennen, wie hier im Nordbahnhof, den Baubereich ab. Neu eröffnet ist der 2. Zugang des Bahnhofs Oranienburger Straße. Im Hintergrund die Kuppel der Synagoge. Die endgültige Fertigstellung des Bahnhofs Potsdamer Platz ist bis 1994 vorgesehen. Auch hier trennen Blechwände den Baubereich ab. Hierfür wurde auch das südliche Streckengleis nach außen verlegt.
Von insgesamt 8 Zugängen sind jetzt 2 geöffnet. Das große Verteilergeschoss, das wieder im Originalzustand entstehen soll, wird vorerst im Dunkeln bleiben. Bis zum heutigen Tage wurden rund 60 Millionen D-Mark verbraucht. Die Gesamtbaukosten werden mit ca. 176 Millionen D-Mark veranschlagt.